Du hast einen Impfpass oder ein Testergebnis gefälscht oder du hast ein gefälschtes Dokument dieser Art verwendet, um dir zum Beispiel Zutritt zu deinem Arbeitgeber zu verschaffen oder zu irgendeiner Einrichtung, zu einem Restaurant, einem Museum oder irgendwo etwas, wo du nicht hineingekommen wärst, wenn du das nicht gehabt hättest. In diesem Video zeige ich dir, wie du im Falle einer Strafanzeige oder der Androhung einer Anzeige, zum Beispiel durch deinen Arbeitgeber oder durch einen Restaurantbesitzer, oder wenn es schon richtig um die Strafverfolgung geht, wenn bei dir vielleicht schon eine Hausdurchsuchung stattgefunden hat oder du schon von der Polizei eine Vorladung bekommen hast, wie du in diesen Fällen vorgehen musst, um deine Rechtsverteidigung nicht zu erschweren. Mit den Tipps, die du von mir bekommst, wirst du verhindern, dass eine Verurteilung dir schwerwiegende persönliche und berufliche Nachteile bringt. Ich gebe dir auch Tipps, wie du dich arbeitsrechtlich in so einer Situation bestmöglich verhalten solltest. Ich habe noch nie so viele Fehler in der Praxis beobachtet wie in den letzten Wochen und Monaten. Menschen bereiten sich völlig ohne Not sowohl strafrechtlich als auch berufsrechtlich die allergrößten Probleme. Sie reiten sich regelrecht in die Grütze. Die einfachsten Dinge werden falsch gemacht. Ein Beispiel. Letzte Woche hatte ich ein Gespräch mit einem Mandanten, der hatte versucht, mit Hilfe eines gefälschten Impfpasses in einer Apotheke ein Online-Zertifikat zu bekommen. Der hatte irgendwie so dieses gelbe Büchlein, auf zweifelhafte Art bekommen und wollte jetzt den digitalen Impfausweis. Der Apotheker konnte die Chargennummer nicht finden und hat ihm deswegen gesagt, da stimmt was nicht und dass er anzeigen wird. Darauf ist der Mann selber zur Polizei gegangen und hat eine Selbstanzeige auf dem Polizeirevier gemacht. Danach hat er mich dann angerufen und mir so gesagt, so Brederei, keine Sorge, das Wichtigste habe ich schon mal gemacht. Ich war schon bei der Polizei. Der wollte jetzt, ich war so perplex, dass ich erstmal gar nicht wusste, was er von mir will. Ja? Der wollte jetzt von mir hören, dass er alles was ganz Tolles gemacht hat. Ich musste ihm leider genau das Gegenteil gesagt. Sagen. Das, was er da gemacht hat, das ist der größte Fehler, den er machen konnte. Es gibt irgendwie einen ganz verbreiteten Irrtum, gerade unter dem Teil der Bevölkerung, der normalerweise nicht so im Strafrecht unterwegs ist, ja, dass eine Selbstanzeige oder das Zugeben einer Straftat irgendwie hilfreich sein könnte. Das ist nicht völlig ausgeschlossen. Aber in den allermeisten Fällen ist genau das Gegenteil der Fall. Es schadet massiv. Der Mandant sagte dann zu mir, tut mir leid, ich war in Panik, ich habe noch nie mit einer Straftat zu tun gehabt und ich hatte einfach Angst, ins Gefängnis zu gehen. Und das Ganze habe ich auch schon mal gehört, irgendwie so eine strafbefreiende Selbstanzeige, worauf der hinaus wollte, ja, aber das kennt man allenfalls aus dem Steuerrecht und auch da sollte man das keinesfalls machen, ohne vorher mit dem Anwalt gesprochen zu haben und zwar mit einem spezialisierten Anwalt. Also das, was der Mandant hier gemacht hat, war das Allerschlechteste, was er in dieser Situation tun konnte. Blankes Nichtstun, bloßes Nichtstun wäre hier schon mal viel hilfreicher gewesen. Aber wie sollte man sich nun verhalten und warum? Der Mann hier hat aus Panik alles falsch gemacht. Er hat den größten Fehler begangen, der überhaupt nur denkbar ist. Warum ist das so? Vielleicht zunächst mal. In diesem Fall war besonders tragisch, dass vermutlich dieses Fehlen der Chargennummer erstmal noch gar nichts bedeutet. Ich hatte euch das in einem anderen Video schon gesagt, dass die Chargen überhaupt nicht vollständig erfasst werden. Und da hatten einige von euch dann unten in die Kommentare völlig richtig geschrieben, man kann das ja auch auf andere Weise vielleicht beweisen, aber die Frage ist ja, wer hat dafür die Zeit? Wird das passieren? Ja? Also momentan haben wir einfach mal
den klaren Fakt, allein auf Basis einer fehlenden Chargennummer wird überhaupt keine Verurteilung erfolgen können. Da muss mehr da sein. Gerade im Bereich der Impfpassfälschung ist das ja ganz schwer, das hatte ich euch in noch einem anderen Video erklärt, eine Tatbegehung nachzuweisen, noch bei diesen massenhaften Vorfällen jetzt. Es muss bewiesen werden, dass du die Tat mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit getan hast, sonst musst du freigesprochen werden. Um jetzt zu wissen, wie man sich richtig verhält, muss man wissen, dass was einem vorgeworfen wird, worauf wird das gestützt, was sind die Fakten? Damit meine ich jetzt nicht die Tat selber, also Impfpassfälschung, sondern genau die Umstände, die Beweisbarkeit. Kann das überhaupt Beweis geführt werden? Ist das überhaupt wahrscheinlich, dass man das alles macht? Es geht ja bei der Impfpassfälschung hier nicht um Mord und Totschlag. Was hat die Polizei? Was hat die Staatsanwaltschaft überhaupt gegen mich in der Hand? Woraus ergibt sich das? Aus der Ermittlungsakte. In der Ermittlungsakte ist alles drin, was dir Schwierigkeiten bereiten könnte oder eben auch nicht bereiten wird. Solange du nicht in die Ermittlungsakte hineingeschaut hast, weißt du überhaupt nicht, was dir vorgeworfen wird. Du weißt vielleicht abstrakt, aber du weißt nicht konkret, was steckt dahinter. Und deswegen gilt eines. Solange man das nicht weiß, was einem überhaupt vorgeworfen wird, was in der Ermittlungsakte steht, alles andere interessiert mich gar nicht, solange sollte man auf keinen Fall irgendwas sagen. Aus zwei Gründen. Erstens, du gibst vielleicht was zu, was du gar nicht zugeben müsstest, was dir überhaupt nicht bewiesen werden kann. Dann wird die Verurteilung auf dein Geständnis gestützt. Zweitens, du gibst vielleicht nicht zu, aber erzählst eine tolle Geschichte. Später ergibt sich aufgrund des Inhalts der Ermittlungsakte, diese Geschichte kann so nicht wahr sein. Wird man dir dann noch irgendetwas glauben oder deinem Anwalt? Also erst die Ermittlungsakte kennen, erst wissen, was einem vorgeworfen wird, dann reagieren. Wie kommt man an den Inhalt der Ermittlungsakte? Über einen Rechtsanwalt. Man beauftragt einen Rechtsanwalt und der macht Akteneinsicht. Wir bieten in diesem Zusammenhang an, quasi die ersten Schritt auf jeden Fall erstmal für dich zu machen, aber natürlich auch dann die spätere weitere Vertretung. Wir haben für solche Fälle ein ganz konkretes Verfahren entwickelt. Du rufst unter der nebenstehenden Telefonnummer an oder du schickst eine Anfrage über den Link in der Beschreibung und schilderst ganz kurz umrissen die Situation. Schildere bitte nicht, was passiert ist, sondern nur, was dir vorgeworfen wird, ja, was andere über dich behaupten, und schreib das auch so. Ja? Und gerne auf welcher Basis. Also ich soll meinen Impfpass gefälscht haben, weil ich dies und das vorgelegen konnte und der sieht komisch aus oder was auch immer. Wir schicken dir dann sofort schriftlich Informationen, erstens, was zu tun ist, was du beachten musst, und machen dir ein Angebot. Das Angebot ist unverbindlich. Du kannst dann ganz genau noch entscheiden, ob du uns mandatieren willst und damit Kosten auslösen willst oder ob du einfach die Informationen nimmst und irgendwas anders machst. Ja? Was ich dir rate, ist natürlich klar in so einer Situation. Ja? Das ist ernst, Strafrecht, aber da musst du dich ja nicht dran halten. Dann kannst du gegebenenfalls abwarten, bis du eine Vorladung zur Polizei bekommst, und dann kannst du uns, wenn du willst, mandatieren oder weißt dann zumindest schon mal, was zu tun ist. Letztlich wirst du nicht um die Beauftragung eines Anwalts drumherum kommen, denn in so einer Situation irgendwas zu machen ohne Akteneinsicht bringt nichts. Und du musst die Situation außerdem sehr ernst nehmen. Wenn du dieses Angebot von uns hast, weißt du eben, was du beachten musst, und du hast zumindest ein Angebot von jemandem, der dich vertreten wird, der auch sehr viel mit dem Thema zu tun hat, und kannst dann in Ruhe überlegen, ob du das machst oder ob du doch lieber deinen Haus- und Hofanwalt um die Ecke beauftragen willst. Was machen wir, wenn du uns beauftragst? Wir beantragen Akteneinsicht und schauen in der Akte, was dir überhaupt vorgeworfen wird. Gibt es überhaupt eine Strafbarkeit? Ich hatte euch hier schon berichtet, dass wir hier erhebliche Strafbarkeitslücken hatten, vor allen Dingen das, was im letzten Jahr passiert ist, so bis Ende November. Der Stichtag ist mir jetzt wieder gerade entfallen, aber der war irgendwann da, so Ende November, Anfang Dezember. Ja, das kriegen wir sowieso fast immer weg, wegen dieser Strafbarkeitslücken. Ja, da werden wir wahrscheinlich allenfalls eine kurze Stellungnahme verfassen und das Verfahren zur Einstellung bringen oder mit der Staatsanwaltschaft telefonieren. Das hängt da so ein bisschen von der ganz konkreten Situation ab. Ja, da gibt es dann so ein paar verschiedene
Option und die kann ich jetzt nicht so ganz klar vorab sagen, ja, weil ich nicht weiß, was genau dann in deiner Akte drin ist. Da muss man also ein bisschen das Verhalten anpassen. In jedem Fall kriegst du von uns natürlich dann ganz auf dich zugeschnitten die konkrete bestmögliche Vorgehensweise. Wenn du dieses Video bis hierher geschaut hast, gibt es dafür sicher Gründe. Du hast vielleicht schon eine Androhung einer Strafanzeige oder die Anzeige selbst bekommen, eine Vorladung bekommen. In diesem Fall solltest du umgehend handeln und entweder anrufen oder über den Link dir dein Angebot anfordern. Auf keinen Fall darfst du an dieser Stelle selbst irgendetwas machen. Sage zu niemandem irgendetwas über den Tathergang. Sprich mit niemandem, außer mit deinem Anwalt. Unterschreibe nichts und gib nichts zu. Verschaffe dir durch unser Angebot, das ja erstmal kostenlos und unverbindlich ist, einen Überblick über die nächsten sinnvollen Schritte. Und wenn du dann sagst, genau das will ich machen, dann machst du es. Und wenn nicht, löschst du das Ganze. Klicke auf den Link unten in der Beschreibung oder ruf uns an und hole dir unser Angebot für eine Hilfe im Falle einer Strafverfolgung wegen Impfpassfälschung.